Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 mit dem FC Bayern München. Ja, wir befinden uns in der zweiten Saison mit dem deutschen Rekordmeister und wir befinden uns mitten in der Vorbereitungsphase. Und zwar sieht es wie folgendermaßen mal drauf im Kalender aus. Beim letzten Mal lief es ja gegen Manchester City nicht so gut, haben wir 1-0 verloren. Heute gegen Atletico Madrid, also wieder ein hammerschwerer Gegner für uns. Dann gegen FC Sevilla und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. In der Zwischenzeit ist Folgendes passiert, und zwar wir können, Moment, das muss ich mal ganz kurz zeigen. Also, Tolisso und Sven Ulreich, also Olympique Lyon und der FC Middlesbrough haben beide angenommen. Das heißt, wir werden jetzt beide den Gehalt verhandeln und dann mal schauen, ob sie annehmen. James Rodriguez wird schwierig zu holen. Kingsley Coman habe ich vergessen. Der ist ja im Spiel, ist ja auch zurückgewechselt zu Juventus Turin, weil der war nur ausgeliehen. Und das hat das Spiel nicht so ganz gecheckt wegen der Ablösesumme. Ja, die müssen wir auch wieder zurückkaufen. Jo, heute auf jeden Fall gegen Atletico Madrid. Jetzt gehen wir aber rein. Jetzt reden wir gar nicht so viel drum herum. Wir spielen mal wieder auf Legende. Hier die Aufstellung. Lewandowski, Douglas Costa. Ja, ich sag das, ich mache es einfach so. Ich will ja schauen, dass sie ungefähr die Mannschaft zusammenbringen wie in Wirklichkeit, also mit Niklas Süle, mit Rudi, mit Tolisso, mit Sven Ulreich, mit Kingsley Coman, mit James Rodriguez und so weiter. Falls ich es nicht schaffen sollte, werden alle spielen. Also ich habe ja nur Costa, Benatia, die schon lange nicht mehr bei den Bayern spielen. Aber so viel dazu. Das war jetzt auf jeden Fall die Aufstellung und jetzt geht's rein ins Spiel und mal schauen, wie wir uns heute so schlagen werden. Ich bin wirklich gespannt. Atletico Madrid ist natürlich immer ein Gegner, gegen den wir uns unglaublich schwer tun. Und vor allem in Wirklichkeit haben ja die Bayern da nicht unbedingt die beste Erinnerung an diese Spiele. So, das klicken wir am besten weg. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit für das. Hier sind wir Robert Lewandowski, der heute mal wieder spielt. Manuel Neuer im Tor. Und da stehen wir schon bereit. Und jetzt geht's los. Das zweite Testspiel läuft. Der FC Bayern München gegen Atletico Madrid. Ja, im ersten Testspiel haben sich beide nicht mit Ruhm gekleckert. Sowohl die Bayern haben verloren gegen Manchester City, als auch Atletico Madrid, die was gegen den FC Sevilla im Testspiel verloren haben. Die was unser nächster Gegner dann sind. Mal schauen, ob hier eines von beiden Teams eben dann heute den ersten Pluspunkt in der Vorbereitung sammeln kann. Oder wie es ausgeht. So, da ist Renato Sanchez, auch ein ganz junges Talent, kam ja im letzten Jahr. So, da ist Juan Bernat. Der darf heute eine relativ offensive Rolle übernehmen. Spielt im Mittelfeld auf dem Flügel. So, da ist David Alaba. Alaba hat einen guten Schuss, aber zu zentral. Bernabe, der heute im Tor bei Atletico steht, hat hier keine Probleme, diesen Ball abzufangen. Und jetzt kommt Yannick Carrasco. So, da ist Gamero. Atletico Madrid schnell, wie wir es von ihnen gewohnt sind. Yannick Carrasco hart im Bedrängnis. Manu Neuer, starke Parade. Ball ist im Aus. Erster Eckball bereits nach 8 Minuten für Atletico Madrid. Stark gemacht von Carrasco. Verliert er fast den Ball, setzt sich trotzdem durch. Und Manu Neuer ist zur Stelle. So, Eckball Atletico. Kommt wieder von Carrasco. Und dann der Fehler in der Mitte. So, und hier sind wir Kingsley Coman. Ja, wie gesagt, den müssen wir auch wieder zurückholen. Mal schauen, ob wir vielleicht irgendwie Costa noch in den Deal mit einbringen können. Weil, wie gesagt, Costa ist ja, also Douglas Costa ist ja von Bayern zu Juventus Turin gewechselt diesen Sommer. Die Ablösesumme weiß ich ja gar nicht. Waren es 30 Millionen Euro? So genau weiß ich gar nicht. So, Juan Bernat wird von den Beinen geholt. Schiedsrichter sagt, kein Foulspiel. Und da ist Cerci am Ball. Weiter geht's zu Yannick Carrasco. Da ist Villa, stark blockiert von Fabian Benko. Ja, natürlich auch die Jugendspieler müssen hier ein bisschen gefördert werden. So, jetzt Renato Sanchez mit dem hohen Ball zu Müller. Müller, Glanz von Müller! Thomas Müller mit der ersten ganz großen Torchance für den FC Bayern München. Stark gemacht. Aber der Abschluss, der hat nicht ganz gepasst. Starke Parade. Bleibt hier erstmal beim 0:0. Trotzdem das erste richtige Ausrufezeichen heute von den Bayern. So, da kommt die Ecke von Costa rein. Der Kopfball ist wieder gut. Wieder war Müller beteiligt. Aber Bernabe, der junge Ersatztorhüter von Atletico Madrid, macht bis jetzt heute einen guten Job. Und Costa versucht hier den Verteidiger ein bisschen zu bedrängen. Endet mit dem Einwurf für die Bayern.
So, da ist Juan Bernat. Weiter geht's zu David Alaba. Da ist Fabian Benko. Benko schickt Müller. Müller die nächste. Müller wieder gut. Wieder gut. Und jetzt ist er drin. Und da ist er drin. Und die Bayern führen mit 1:0. 18. Minute. Thomas Müller netzt ein und bringt den FC Bayern somit mit 1:0 in Führung. Schön gemacht. Hier zögert er kurz. Da ist der Verteidiger noch da. Doch dann schaltet Thomas Müller einfach schneller und schiebt diesmal eiskalt ein zum 1:0 für den FC Bayern München. Das ist das erste Tor nach der fast, ja, nach der mehr als viermonatigen Pause für mich in FIFA 17. Thomas Müller, 18. Minute. Das Ding ist drin. Die Bayern führen mit 1:0. So, hier erstmal der Zweikampf. Lewandowski, Ball ist im Aus. Einwurf gibt's für die Spanier. So, da sind wir. Abgenommen hier den Ball von Juan Bernat. Ja, heute läuft es besser bei den Bayern bis jetzt. Gut, gegen Manchester City sind sie auch in den ersten 15 Minuten richtig gut ins Spiel reingekommen. Aber dann haben sie stark nachgelassen. So, jetzt Juan Bernat. Da geht es zu Lewandowski. Ja, Lewandowski braucht da zu lange mit der Ballverarbeitung. Jetzt Gamero, jetzt wird's eng. Bein ist weit mit aufgerückt. Hummels im Zweikampf, sieht alt aus. In der Mitte Lauer, die Mitspieler von Atletico Madrid. Die Flanke und der Reingabe ist nicht gut genug. Yannick Carrasco am Ball. Verliert den Ball, gut gemacht von Müller. Gefällt mir heute bis jetzt sehr, sehr gut, Thomas Müller. Da ist Renato Sanchez und da ist Douglas Costa. So, David Alaba. Schickt Costa durch. Costa mit der Grätsche vom Ball getrennt, stark gemacht von der spanischen Verteidigung. So, und jetzt ab nach vorne, da verschätzt sich Jerome Boateng, aber Kimmich läuft den Ball ab. Und die Bayern wieder am Ball. So, da ist Juan Bernat. Da geht es zu Renato Sanchez, da sieht Fabian Benko. Er hat ja das Tor vorbereitet von Thomas Müller. Fabian Benko, junges Talent, auf das die Bayern scheinbar in dieser Saison zählen wollen. Ja, zumindest, dass er zu mehr Einsätzen kommt. So, diese Hereingabe zu Robert Lewandowski findet nicht das Ziel. Atletico Madrid versucht sich ein bisschen von diesem Rückschlag zu erholen, aber seit dem Gegentor sieht es hier mit Torchancen momentan ein bisschen mager aus. So, Kimmich gegen Carrasco. Kimmich macht das gut. Boateng erstmal zurück zu Manuel Neuer. Und der zu David Alaba. Alaba nimmt Juan Bernat mit. Und dann die Fabian Benko wieder stark gemacht. Benko mit dem Pass zu Müller, der kommt mit ein bisschen Glück an. So, Thomas Müller, die nächste Chance für die Bayern ist da. Müller, diesmal lässt er sich zu viel Zeit. Verliert den Ball gegen Philippe Luis und Boateng. Verliert den Ball gegen Vieto. Luciano Vieto, jetzt mitten im Lauf mal. Kommt ran in den 16er der Bayern, macht das gut gegen Boateng. Ist jetzt drin im 16er, aber dann ist der Ball futsch. Gut aufgepasst von den Münchnern, die natürlich sofort versuchen, hier umzuschalten. Über Juan Bernat, da ist Costa. Legt sie den Ball weit vor, verliert ihn dann auch. Da ist Savic gut aufgepasst. So, die letzten 6 Minuten der ersten Halbzeit laufen. Bis jetzt ist es ein gut anzusehendes Spiel. Beide Teams müssen natürlich erst nur in die Topform reinfinden für diese Saison. Da ist es natürlich klar, dass hier noch nicht das absolute Champions League-Niveau gezeigt wird. Aber trotzdem gut zu sehen, wo beide momentan stehen. Natürlich auch wichtig für den Bundesliga-Auftakt dann und so weiter für die nächsten Pflichtspiele. So, Ball im Aus. Nochmal Einwurf für Atletico Madrid. Jetzt ist hier ein bisschen Zeit. Da ist Cerci, da ist Gamero. Chance zur Flanke ist da. Gamero. David Alaba. In der Mitte Renato Sanchez. So, schöner Ball, da ist Juan Bernat. Das Douglas Costa, vielleicht nochmal die Chance. Brian Costa. Ball geht durch zu Lewandowski. Lewandowski pumpt sich zwar durch, aber wird ein bisschen auf den Flügel gedrängt. Dann verliert er den Ball mit einer Grätsche des Gegenspielers. Und dann Lewandowski. Lewandowski probiert's und netzt ein zum 2:0. Da hören die Bayern kurz vor der Halbzeitpause zum 2:0. Robert Lewandowski hat nicht locker gelassen. Den Ball wollte er haben und er kämpft und kämpft und kämpft. Das war fair. Und dann der Schuss, stark platziert vom Top-Torjäger des FC Bayern München, Robert
Wie schießt denn der? Das sieht voll komisch aus. Habt ihr das gesehen? Das sah voll komisch aus, diese Schussbewegung. Egal, es ist FIFA, es ist nicht das perfekteste Spiel. Hier auf jeden Fall das Tor. Robert Lewandowski, 45. Minute. Das 1:0 durch die Nummer 9, das 2:0 durch die Nummer 9 beim FC Bayern München. Ja, so kann es so weitergehen. Das ist jetzt auf jeden Fall der Pfiff zur Halbzeitpause. Die geht jetzt los. Also 15 Minuten Pause. Der FC Bayern München führt gegen Atletico Madrid mit 1:0. Wir gehen rein eine kurze Pause und sehen uns dann gleich wieder zur zweiten Halbzeit. Und sind sehr gespannt, wie es da weitergehen wird. Kann der FC Bayern München die Führung über die Zeit bringen? Oder gibt Atletico doch nur Gas? Wir wissen, beide Teams können jeweils fünfmal wechseln, weil es ein Vorbereitungsspiel ist. Und beide haben natürlich nur ein paar Geheimwaffen auf der Bank. So, dann schauen wir mal rein, was wir so wechseln können. Fabian Benko hat gut gespielt, bekommt aber jetzt seine Auszeit. Für ihn kommt Niklas Dorsch ins Spiel. Der darf sich auch ein bisschen zurückziehen. Dafür zieht Sanchez eine Position nach vorne. Und sonst hätte ich gesagt, lassen wir es erstmal so weiterlaufen. Wobei, Alaba ist schon ein bisschen am Ende. Juan Bernat hat auch sehr, sehr gut gespielt. Bekommt aber jetzt eine kleine Pause. Alaba bekommt die Pause, genau. Wir bringen Thiago Alcantara. Genau, und dann machen wir so weiter. Also, Wechsel. Beim FC Bayern München, Thiago und Niklas Dorsch, der eine sehr gute erste Halbzeit gespielt hat. Geht raus, David Alaba und Fabian Benko. Ne, andersrum. Fabian Benko und David Alaba gehen raus. Und Niklas Dorsch kommt neu ins Spiel rein. Und jetzt geht es also weiter. Die zweiten 45 Minuten laufen nun zwischen dem FC Bayern München und Atletico Madrid stets. Aktuell 2:0 und Missverständnis hier mit Lewandowski und Renato Sanchez. Da wollte es Lewandowski für Sanchez den Ball vorlegen. Sanchez ist allerdings nicht losgelaufen und Atletico macht Druck. Pass geht nach vorne, aber Kimmich, der bis jetzt heute eine sehr gute Arbeit leistet. Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger. Diese Position wird er einnehmen bei uns in dieser Saison. Ja, ich glaube, da wird sich nicht mehr viel dran rütteln und da springt der Ball an die Hacke von Renato Sanchez und von da aus direkt dann zum Gegenspieler. So, Atletico macht Druck, Bayern holt den Ball. Da ist Thiago, da ist Lewandowski. Robert Lewandowski verliert wieder den Ball, aber die wissen, der kämpft nach. Der setzt bei jedem verlorenen Ball, setzt er nach und will das Tor machen. So wie gesehen beim 2:0. In der 45. Minute. So, jetzt Achtung. Atletico auf dem Weg nach vorne. Hartes Einsteigen von Juan Bernat. Freistoß zurecht. Für die Spanier, die jetzt auch das Assistent wechseln. Thomas geht runter und Koke kommt. Ein starker Spieler bei Atletico Madrid. Koke, ein Spanier mit einem guten Schuss. Auf den müssen wir aufpassen. So, Gamero führt den Freistoß aus. Schön und platziert auf den Kopf vom frisch eingewechselten Koke. Allerdings geht der Ball am Tor vorbei. Trotzdem. Da steht Jerome Boateng ein bisschen zu weit weg vom Gegenspieler. Wenn er den aufs Tor bekommt, dann muss sich Manuel Neuer richtig lang machen, dass er da an diesen Ball noch rankommt. So, Niklas Dorsch am Ball. Weiter geht's zu Renato Sanchez. Der sieht vorne Thomas Müller. Müller wird hinter Lauf von Sanchez. Sanchez mit dem Auge für Lewandowski. Der hat die Chance und macht das 3:0. 58. Minute, der Bayern Express fährt los in der zweiten Halbzeit. Schön gespielt von den Bayern. Sanchez sieht die Lücke, Lewandowski, das sieht nicht gewollt aus, wie er diesen Ball annimmt. Der springt ihm ja fast einen Meter weg, aber da macht er das Beste draus. Der Torhüter, ja, mit seiner noch jungen Erfahrung kommt da nicht ran. Und jetzt also das 3:0, das Spiel sollte eigentlich gelaufen sein. Robert Lewandowski, 58. Minute. Die Bayern erhöhen, die Bayern führen mit 3:0. Doppelschlag vom Polen. Ja, so kann es doch immer laufen gegen Atletico Madrid. Aber leider sind das immer sehr, sehr harte Spiele gegen die Spanier, wenn es da mal wirklich um was geht. Wie gesagt, das ist hier und heute ein Testspiel. Wie es dann der Saison in der Champions League wirklich ausgehen wird, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber Achtung, Atletico gibt sie natürlich nicht geschlagen. Die wollen hier nochmal mitmischen. So, Douglas Costa
und sieht die Mitspieler. Gut gesehen, Thiago wieder zurück zu Costa. Costa verzögert ein bisschen. Da ist Thiago, die beiden wieder mit ein bisschen Platz. Thiago, Sanchez und dann kommt Müller und dann ist der Ball weg. Aber er holt ihn sich nochmal. Gewinnt das Laufduell gegen Yannick Carrasco und die Bayern drücken weiterhin. Jetzt geht's los. Die Bayern laufen warm. Juan Bernat, auch ein gutes Spiel von ihm und ein schöner Abschluss, der allerdings beim Torhüter endet und seinem Eckball führt. Stark gemacht, Juan Bernat. Wollt ihr das 4:0 machen? So, jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen Zeit zu wechseln. Das heißt, wen tun wir denn alles raus? Robben haben wir noch. Den bringen wir für Lewandowski. Müller darf dafür in die Mitte. Ne, Moment, das machen wir anders. Das müssen wir ein bisschen... Ne, das machen wir schon so, egal. Rafinha kommt für Kimmich. Und Felix Götze dafür. Mats Hummels ran. Genauso machen wir das. Also, Nummer 3 Wechsel bei den Bayern. Doppeltorschütze. Robert Lewandowski darf raus. Starkes Spiel von ihm. Den ersten seiner Streiche hat er sich stark selber erkämpft. Beim zweiten hat er von der perfekten Vorarbeit von Sanchez profitiert. Jetzt also die drei Wechsel. Weiter geht's jetzt mit Eckball für die Bayern. So, da ist Douglas Costa. Hoch hinein in die Mitte. Robben mit dem Kopfball. Aber Bernabe, der heute im Tor steht bei den Spaniern, glanzvoll pariert. Und ab geht's nach vorne. So, da ist Felipe Luis. Gegen Sanchez. Sanchez kommt ein bisschen zu spät. Und jetzt Felix Götze gegen Vietto. Macht Götze gut. Einwurf gibt's für Atletico. Oh, schön gemacht hier von Carrasco. Yannick Carrasco auf dem Weg in die Mitte. Rafinha kommt nicht ran auf den zweiten Pfosten. Und da muss eigentlich der Abschluss kommen. Gelingt nicht. Und das müsste Antoine Griezmann gewesen sein. So, hier sehen wir Sanchez. 2 Kilometer gelaufen, 20 Ballberührungen, Passquote 100%. Er zeigt auf jeden Fall, dass mit ihm in dieser Saison zu rechnen ist. Doch ob der Trainer mit ihm plant, das wissen wir bis jetzt noch nicht. So, da ist Sanchez. Niklas Dorsch, Thiago und Juan Bernat. Da geht es zu Thomas Müller, der jetzt der Zentral ran darf. So, und außen Robben, komplett frei. Robben, eine Täuschung. Robben! 4-0. So einfach geht es. 73. Minute. Die Abwehr bei Atletico Madrid fällt so langsam auseinander. 4:0 für die Bayern. Robben komplett frei. Ziehen wir rein mit einer Täuschung vorbei im Gegenspiel. Und dann ins kurze Eck. Ich glaube, damit hat der Torhüter nicht gerechnet. Arjen Robben ins kurze Eck. Der Torhüter steht eigentlich nicht schlecht. Kommt aber nicht schnell genug runter. Und die Bayern... mit dem ersten Ausrufezeichen wohl in dieser Saison gegen Atletico Madrid. 73. Minute. Arjen Robben nach seiner Einwechslung direkt mit dem ersten Ballkontakt. Sein erstes Tor am heutigen Tage. Ja, so viel dazu. Ein bisschen mehr als eine Viertelstunde ist noch zu spielen. Weiter geht's jetzt mit Thiago Alcantara. Da ist Fabian Götze allerdings dazwischen und dann oben bleibt einer verletzt liegen. Ne, da gibt es ja schon mal nur Beschwerden. Müsste Antoine Griezmann gewesen sein, der erst ein bisschen was abbekommen hat. So, jetzt Achtung, wir. Da ist Antoine Griezmann im 16er. Griezmann ist immer gefährlich, wenn der da ist. Und Neuer mit einer richtig starken Parade. Manuel Neuer. Und jetzt versuchen die Beine nochmal schnell umzuschalten. Da ist Thiago, da ist Thomas Müller, da startet Sanchez, außen ist Costa. So muss das laufen, mit vollem Zug nach vorne. So, Müller zu Sanchez. Sanchez in Schussposition, fast zum 5:0. Aber Bernabe, der Torhüter von Atletico, ist diesmal zur Stelle. Stark pariert. Eckball gibt es trotzdem nochmal für die Bayern. So, der kommt von Thiago. Hoch hinein, Kuddelmuddel, das ist immer gefährlich. Und Boateng bekommt da keinen Abschluss zustande. Und dann soll es noch ein Stürmerfall gewesen sein von Jerome Boateng. Und hier sehen wir ja, den jungen Torhüter von Atletico Madrid, der heute einiges zu tun hatte. Und hier nochmal seine Parade nach dem Schuss von Renato Sanchez. So, Juan Fran kommt, Manquillo geht runter bei Atletico. Und die Spanier probieren hier zumindest nochmal das ein bisschen... zu retten. Klein 4:0 ist schon eine harte Klatsche hier gegen die Bayern. Auch wenn das nur ein Testspiel ist, aber diese Testspiele von so einem hohen
Qualitätsniveau, die sind normal schon ein bisschen ausschlaggebend, weil beide ja nicht wirklich verlieren wollen. So, Sanchez mit der Grätsche. Oh, das ist natürlich ein richtig übler Einsatz. Nochmal die Chance für Atletico Madrid. Und jetzt gibt es nochmal eine gelbe Karte für Renato Sanchez. So kann er natürlich in den Gegenspiel nicht reingehen. Klar, die gelbe Karte wird ihn wenig interessieren, denn es ist nur ein Testspiel. Trotzdem, Koke wird sie dafür nicht bedankt haben. Sah schmerzhaft aus. Und jetzt gibt es Eckball für Atletico. So, 5 Minuten sind es noch. Neuer ist zur Stelle. Sah ein bisschen unsicher aus. Aber hat er gut gemacht, der Manuel Neuer. So, Felix Götze, da ist Juan Barat. Die letzten Minuten laufen hier runter. Und damit gewinnen die Bayern also das zweite Testspiel. Oh, jetzt braucht man aber nicht mehr ruppig werden. Klar, Godin will jetzt ein bisschen gegenwirken. Das ist Foulspiel von Sanchez. Jetzt ist Foulspiel von Godin. Ja, gut, muss jetzt nicht unbedingt sein im Testspiel. Wer jetzt abgeraten? Sanchez abbekommen. Nee, Niklas Dorsch muss leiden. Aber nichts Größeres passiert. So, da ist Thomas Müller nochmal. Müller nochmal auf den Weg nach vorne. Müller wird nochmal ein bisschen hart hier bedrängt bei seinem Schuss. Und es gibt Abstoß und hier sehen wir Godin. Ja, der kam ja erst vor kurzem ins Spiel rein. So ist natürlich ein hartes Foulspiel gegen Niklas Dorsch. So, Nachspielzeit läuft schon. Die Bayern drücken hier nochmal ein bisschen auf den Ball, aber Atletico Madrid mit dem beiden Befreiungsschlag. Im Großen und Ganzen war das ein wirkliches Ausrufezeichen, was die Bayern hier gesetzt haben. Klar, Atletico Madrid hatte nicht die beste Mannschaft auf dem Platz. Da waren viele junge, unerfahrene Spieler noch dabei. Aber trotzdem, ein 4:0 ist trotzdem aller Ehren wert. Vor allem gegen einen wirklichen Champions League Mitfavoriten. So, nochmal dieser Schuss ans Außennetz von Cerci. Und damit soll es das jetzt eigentlich auch gewesen sein. Gut, das war's. Ja, was soll ich davon halten von diesem Spiel? Es ist momentan schwierig einzuschätzen, wo wir stehen. Das erste Spiel gegen Manchester City mit 1:0 verloren. Da haben wir uns wirklich schwer getan. Da war ich noch nicht drin. Jetzt 4:0 gegen Atletico Madrid. Die allerdings, wie gesagt, nicht mit der besten Mannschaft auf dem Platz waren. Die nicht so viel, vor allem in der zweiten Halbzeit, dagegen gehalten haben. Ist schwierig einzuschätzen, wo wir stehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht beim nächsten Mal gegen die FC Sevilla. Müller, Lewandowski und Robben, das sind die Torschützen am heutigen Tage. Das war's von mir und heute. Ja, es war ein interessantes Spiel. Wir sind dann gespannt, was beim nächsten Mal weitergeht. Und ja, soweit dazu. Hier nochmal die Statistik. Diesmal lief's gut, aber die Frage ist, lief's gut, weil Atletico nicht gut drauf war oder lief's gut, weil wir besser waren. So, Renato Sanchez, bester Spieler, Lewandowski auch gut, Müller gut, bei alle drei eine 9-Komma-Note. Gute Leistung und ich würde sagen, vor allem machen wir Schluss. Beim nächsten Mal dann gegen die FC Sevilla, da sehen wir dann auch, ob es weitergeht im Turnier oder ob wir raus sind, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, bleibt am Ball, ciao!